Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute machen wir ein, ich weiß gar nicht, ist es ein Dessert, ist es eine Beilage, ist es zum Frühstück, zum Mittag oder zum Abendessen? Es ist absolut universell. Man kann es zu Reibekuchen essen, zu Suppe, man kann es aber auch einfach so essen, man kann es ins Joghurt machen, ja, es ist die Rede von Apfelmus oder Apfelkompott, ja, wie viele auch sagen. Und das ist unglaublich einfach zuzubereiten hier in unserem Wunderkessel. Und das machen wir jetzt. Ja. Basisrezept. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, ich möchte keine Apfelmusgläser mehr kaufen, ich will es selber machen, wie geht das? Ihr werdet erstaunt sein, wie schnell. Ich habe 800 Gramm Äpfel schon mal geviertelt und die Kerngehäuse entnommen. Die kommen jetzt in den Kessel. 20 Gramm Zitronensaft mache ich noch dazu, einfach für den Geschmack und auch damit die Äpfel nicht braun werden. 50 Gramm Zucker und 2 Gramm Vanillezucker ebenfalls dazu. Deckel drauf. 9 Minuten einstellen. 100 Grad. Stufe 2. So, und das war's eigentlich fast schon. Wir kochen das jetzt, dann wird es noch ein bisschen püriert. Ende Gelände. Bis gleich. So, die 9 Minuten Kochzeit sind vorbei. Ich habe eben noch was vergessen zu sagen. Ich habe jetzt die Äpfel mit der Schale reingemacht. Ihr könnt das natürlich auch ohne die Schale machen. Aber wie sagte schon der großartige Loriot, das Beste sitzt unter der Haut. Also müsst ihr dann auch entsprechend ein bisschen länger vielleicht pürieren. Ihr püriert das am besten sowieso, dass ihr aufpasst, so dass die Konsistenz für euch in Ordnung ist. Mancher mag es ein bisschen stückiger, der andere mag es total cremig, musig, hätte ich jetzt fast gesagt, müßig. Ja, ihr braucht es gar nicht zu pürieren, dann habt ihr Apfelkompott. Ich mache jetzt mal 20 Sekunden Stufe 5. Das ist das, was in unserem Rezeptforum so angegeben wurde. Und dann schauen wir mal, wie das ist. Und zur Not kann man immer noch mal ein bisschen mehr pürieren. So, nee, das sieht doch super aus. Danke. Das sieht doch klasse aus. Genauso, Leute, muss Apfelkompott, Apfelmus aussehen. Ja, hat genau die richtige Konsistenz. Ich fülle das jetzt nochmal um in eine Schüssel. Und wie gesagt, ihr könnt das heiß servieren, ihr könnt das kalt servieren. Mit Milchreis natürlich oder einfach nur mit Zimt und Zucker ein bisschen bestreuen. Es soll ja auch Leute geben, die das zu Nudeln essen. Kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen, aber gibt's alles. Wozu ihr das auf jeden Fall servieren könnt und das werden wir in einer der nächsten Folgen, wahrscheinlich sogar in der nächsten Folge präsentieren, das sind Kartoffelpuffer. Und da schaue ich jetzt einfach mal, ob ich da ein leckeres Rezept für euch finde. Das werde ich euch bald hier im Kanal vorstellen. Vorerst soll es das gewesen sein. Ich esse das jetzt noch nicht, weil das ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu heiß. Ich gehe aber davon aus, dass wenn es so gut schmeckt, wie es riecht, dann kann auch nicht viel verkehrt machen bei Apfelmus. Das ist, nee, ich finde es klasse. Also, wie gesagt, bald gibt es noch ein Rezept für Kartoffelpuffer oder sowas in der Art, auch hier aus unserem Wunderkessel. Das heißt, wenn ihr up to date bleiben wollt, immer dann informiert werden wollt, wenn es neue Folgen gibt, abonniert einfach den Kanal. Da ist hier so ein Glöckchen, so, da drückt ihr drauf und dann klingelt es bei euch, wenn ich wieder was für euch bereit habe. Freue ich mich drauf. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.